Und jetzt kommt ein wahrer Punkt, der mir selber sehr persönlich geht und ich glaube, der vielen Menschen persönlich geht. Nummer 1. Okay, Nummer 1 ist. Schau nach vorne, alles brennt. Ja, ich hab in der City, bis mich jeder kennt. Welt immer schöner, es kostet kein Geld. Nur harte Arbeit, hast du was mir gefällt. Ich werd schön reich sein, kauf mir die Welt. Und lache über sie, weil wir haben kein Geld. Damals haben sie gelacht, Bach. Hey Leute, ich hoffe, es geht euch gut. Top 5 meiner größten Fehler, die ich gemacht habe, als ich mit dem Training angefangen habe. Bleibt bis zum Ende, like das Video und vergiss nicht zu abonnieren, um mehr solcher Videos zu sehen. Ich fange direkt mal an. Also der fünfte Tipp ist am wenigsten schlimm und der erste, also Top 1, ist das Schlimmste. Also bleibt bis zum Ende, weil dann verrate ich euch meinen größten Fehler. Let's go! Fünftens, ich habe gedacht, es muss sich jede Trainingseinheit etwas verändern. Ich habe gedacht, jedes Mal, wenn ich trainiere, muss ich einen Unterschied sehen. Leute, ihr könnt nicht nach jedem Training einen Unterschied sehen. Es kann sein, dass ihr wirklich ein Jahr lang trainiert und ihr seht nicht viel. Es kann sein, dass ihr nach 5 Monaten nicht viel seht. Es kann sein, dass ihr nach einem Jahr nicht viel seht. Wenn es darüber hinausgeht, Leute, beobachtet wirklich nochmal euer Training, eure Trainingsroutine und wie intensiv ihr trainiert, wie ihr wirklich trainiert, ob ihr das richtig macht. Ansonsten sage ich euch ganz ehrlich, man sieht nicht direkt was. Du gehst trainieren, du siehst gar nichts. Du gehst nochmal trainieren, du siehst gar nichts. Und dann denkst du, ich mach was falsch. Du machst gar nichts falsch, du machst genau richtig. Aber alles, was wertvoll ist, da kostet Zeit. Und deswegen hat es auch nicht jeder. Deswegen sieht nicht jeder so aus. Aber wenn du die Mentalität hast, du machst weiter, glaub mir, dann wirst du stolz auf dich sein. Viertens, ich habe den größten Fehler gemacht, und zwar ist es, mir die Ausführung von jedem abzugucken. Es geht ja nicht generell um die Ausführung, sondern es geht einfach darum, sich generell so viel von anderen Leuten abzugucken, die selber gar keine Ahnung haben. Du musst halt wissen, hat die Person Ahnung oder nicht? Hat die Person wirklich einen Beweis dafür, dass das, was sie tut, Sinn macht? Weil, glaubt mir Leute, viele Menschen, vor allem in der Fitnessszene, verkaufen sich, als wüssten sie viel, aber wissen eigentlich gar nichts. Und das sind bei vielen Menschen im Privatleben genauso. Von dem, was ich sage, ich würde euch nichts verraten, was mir nicht auch geholfen hat. Und ich bin der lebende Beweis dafür, dass meine Methode funktioniert, weil ich Trainer bin, von Beruf her Personal Trainer bin und die Leute, denen ich trainiere, auch Erfolge sehen. Und ich weiß ganz genau, das, was ich sage, stimmt, weil es eben auch in der Praxis bei anderen Menschen funktioniert und nicht nur bei mir. Also ich habe Menschen gesehen, die haben zu mir gesagt, mach das so und das war gar keine Übung. Und ich habe jahrelang gedacht, das wäre eine Übung gewesen, das war nicht mal eine Übung. Wisst ihr, was ich meine? Wenn da jemand was zu euch sagt und ihr findet das so wichtig und glaubt das wirklich, okay. Aber geht vielleicht nochmal hin, googelt diese Übung im Internet, guckt nach, welchen Muskel die trainiert, guckt euch hier an, guckt euch da ein. Wisst ihr, Training funktioniert so, so mehr du dich informierst, desto mehr schließt sich der Kreis. Es ist nicht wie, keine Ahnung, in anderen Fächern, wo du irgendwas machst und der Kreis öffnet sich nur noch mehr. Nein, im Training schließt sich der Kreis. Irgendwann verstehst du Übung von alleine. Irgendwann, wenn du dich genug informiert hast, genug gehört hast, weißt du ganz genau, diese Übung hilft mir, den Muskel zu trainieren, ohne dass du es irgendwie recherchieren musstest, weil du halt eben die Mechanik, die Anatomie verstehst. Und das ist halt ein wichtiger Teil. Und viele Menschen haben halt einfach gar keine Ahnung davon und sagen dir einfach irgendwas. Es gibt so viele Übungen, die es gar nicht gibt. Im Fitnessstudio sehe ich Menschen, die diese Übungen machen und die gibt es gar nicht. Und du verschwendest deine Zeit. Deswegen hör nicht auf jeden und pass immer gut auf, was du wirklich als Übung machst und was du in deinen Fitnessplan reinlässt. Weil viele sehen vielleicht so aus, als hätten sie Ahnung, aber vielleicht ist das nicht wirklich der Weg, der für dich das Richtige ist. Drittens, boah, es fängt schon an härter zu werden, muss ich ehrlich sagen, es fängt schon an härter zu werden. Ich habe trainiert, um es jedem zu beweisen. Okay, ich weiß, man fängt an als jemand, der nicht trainiert aussieht, man fängt an als jemand, der keine Erfahrung hat, man fängt bei Zero an. Okay, aber wie in jedem Videospiel, wie überall im Internet, wie überall, egal was, du fängst bei Null an, im Leben, im Internet, egal wo, du fängst bei Null an und musst dich hocharbeiten. Und wenn du nur trainierst, damit die Chica von links und rechts dich gut findet, wenn du nur trainierst, damit dein bester Bro sagt, du siehst gut aus, nur für Anerkennung trainierst, nur damit die Leute dir sagen, du bist bereit, nur damit Leute sagen, du bist cool, das ist nicht der Weg. Zuerst solltest du nie wegen anderen trainieren, niemals. Du solltest nie wegen anderen trainieren. Zuerst solltest du trainieren, weil du es möchtest, weil es für dich das Richtige ist. Natürlich siehst du besser aus, natürlich wirst du anders behandelt, natürlich wirst du auch irgendwie sprechen die Leute anders mit dir. Tut mir leid, ist aber so. Aber trotzdem solltest du es nicht wegen anderen Menschen machen. Weil wenn du es wegen anderen Menschen machst, wirst du nie deine 100%ige Energie und deine Kraft da reinstecken, die du eigentlich reinstecken könntest. Weil, Bro, warum sollst du wegen dem Dude da hinten alles geben? Wegen ihm, warum sollst du wegen ihm alles geben? Wenn er ein wahrer Bro ist, müsstest du wegen ihm nicht alles geben, damit du gut aussiehst, damit er dich respektiert, oder? Dann würde es auch so tun. Also,
Das heißt ja schon, dass die Menschen gar nicht das wert sind, was du brauchst. Also mach's auch nicht wegen denen. Mach's wegen dir selber. Weil letzten Endes bist du dann alleine und fragst dich, ey, so, weißt du, du wirst irgendwann wirst du an einem Punkt landen, wo du keinen Bock mehr hast und einfach aufhörst, weil du es wegen anderen Menschen machst. Und du wirst andere Menschen nie, bitte merk dir das, du wirst andere Menschen nie zufriedenstellen. Niemals. Und die Menschen, die du zufriedenstellen wirst, sind die Menschen, die auf den Tag einseitig geglaubt haben. Merk dir das, Bro. Okay? Zweitens. Oh, Leute, Trommelwirbel. Zweitens. Ich habe nicht genug auf die Ausführung geachtet. Ich weiß, ist teilweise eben schon genannt worden, aber damit meine ich nicht auf andere Leute hören, sondern damit meine ich generell auf die Ausführung achten. Viele sind jung, viele denken, ich bin 14 und ich wachse nicht mehr. Es wurde wissenschaftlich in mehreren Studien bewiesen, dass es trotzdem nicht schädigend fürs Wachstum ist, sogar sondern fördernd fürs Wachstum ist, wenn die Ausführung richtig ist und wenn das Gewicht nicht übertrieben überladen wird. Aber die Dinge, die du beachten solltest, wenn du vom Training keinen Schaden haben willst oder keinen Schaden im jungen Alter mitnehmen willst, sind die Dinge, die du auch beachten musst, wenn du erwachsen bist oder wenn du ganz ausgewachsen bist oder was auch immer. Weil es ist immer wichtig, eine gute Ausführung zu wahren. Es ist immer wichtig, nicht übertrieben viel Gewicht zu überladen. Es ist immer wichtig, darauf zu achten, in welchem Bewegungsradius, in welchem Bewegungsumfang du das machst. Es ist immer wichtig, immer. Nicht nur da, ist immer wichtig. Und ich weiß, eure Eltern sagen euch, ihr wachst nicht mehr und so und so und so, deswegen dürft ihr nicht ins Fitnessstudio, aber ey, ich bin gewachsen, zu der Zeit, wo ich ins Gym gegangen bin ich am meisten gewachsen. So, tut mir leid. Ich bin normal groß, 1,82 groß, okay? Leute kommen zu mir und sagen, guck mal, immer die Menschen, die nicht trainieren, sagen zu mir, du wärst größer geworden, wenn du nicht trainiert hättest. Will ich verarschen, Bro. What the fuck, was laberst du? Weißt du, das sind diese Menschen, die keine Ahnung von Training haben, die keine Ahnung von überhaupt Wachstum haben. Es kann nicht sein, deswegen mach dir keine Gedanken. Und Ausführung ist auch zu dem Punkt wichtig, weil wenn du mehr Gewicht benutzen willst, wenn du mehr Gewicht bewegen willst, wenn du hochgehen willst, dann brauchst du halt eben diese Muscle-Mind-Connection. Muscle-Mind-Connection heißt nichts anderes, es ist dein Gehirn, weiß, welche Bewegung du machst. Dass dein Gehirn das kennt, weil wenn du eine Übung machst wie Bankdrücken oder Kreuzheben oder Kniebeugen, du kannst dich gar nicht auf das Gewicht konzentrieren. Du kannst dich gar nicht auf die Muskeln konzentrieren. Du musst dich als allererstes mal auf die Ausführung konzentrieren. Weil wenn die nicht passt, dann wirst du, guck mal, du bist überfordert am Anfang. Logisch, man ist überfordert, man macht was komplett Neues. Du kannst nicht, wenn du etwas komplett Neues lernst, direkt so viel drauf machen wie der nebenan der Partner, den du gesehen hast, nur weil der in deinem Alter ist, aber das Doppelte macht. Vielleicht macht er das aber auch schon länger als du. Ich sag immer diesen einen Satz. Wenn die Ausführung richtig sitzt, dann kannst du anfangen, das Gewicht progressiv zu steigern. Aber nicht, wenn du gerade angefangen hast und gerade die Ausführung lernst, weißt du? Wenn du gerade lernst, wie das funktioniert, dann macht's keinen Sinn. Und was ich falsch gemacht habe zu meiner Zeit, ist einfach, ich habe zu viel gedacht, ey, mach einfach mal Gewicht drauf, scheiß mal auf Ausführung, scheiß mal drauf. Das war mein größter Fehler. Ich habe immer gedacht, ja, Ausführung ist egal, scheiß drauf. Es gibt Leute, die haben schon zu damals trainiert, vor über 20 Jahren, die haben trotzdem drauf geachtet. Wir haben das Internet. Du kannst im Gym die Übung googeln, im Gym die perfekte Ausführung anschauen und im Gym 10 Tipps angucken, was du falsch machen kannst. Kannst mir nicht sagen, das ist eine Ausrede und du sagst, ich habe keine Ahnung, wie das geht. Sorry, Bro. Nee, Bro. Aber das war mein Fehler einfach. Und deswegen teile ich das mit euch. Die anderen Dinge, die ich gesagt habe, waren auch alles Fehler von mir, aber ich spreche lieber aus der Perspektive von, was kann man besser machen, als was habe ich falsch gemacht. Weil ich weiß ja, was ich falsch gemacht habe und ihr lernt nicht daraus. Ihr lernt mehr, wenn ich euch danach Tipps gebe und sage, was ich falsch gemacht habe, aber nicht wie. Wenn ich euch sage, ich habe das gemacht, ich habe nicht darauf geachtet, lernt ihr nicht so viel, wenn ich sage, darauf achten ist wichtig, darauf positiv spreche anstatt negativ. Das ist immer wichtig. Und jetzt kommt ein wahrer Punkt, der mir selber sehr persönlich geht und ich glaube, der vielen Menschen persönlich geht. Nummer 1. Okay? Nummer 1 ist, habe mich mit jedem verglichen und gedacht, ich muss besser sein als der von nebenan. Du kannst nicht besser sein als der von nebenan. Du kannst besser sein, klar, aber du kannst es auch nicht. Nein, kannst du nicht. Warum? Es gibt nur diesen einen Kopf. Wenn der nebenan irgendwas spürt, spürst du es nicht. Der nebenan hat ein Leben für sich und du hast ein Leben für dich. Was der andere drückt, was der andere macht, wie weit der andere kommt, hat dich nicht zu interessieren. Jeder hat sein Leben, seine Voraussetzungen und sein Level.
es interessiert dich nicht, welches Level der und der ist. Es muss dich interessieren, welches Level du bist. Weil jede Sekunde, die du damit verschwendest, zu überlegen, welches Level er ist, hättest du dazu verwenden können, zu überlegen, welches Level du bist oder wie du weiterkommst. Es ist Zeitverschwendung, daran zu denken, wieso ist der so weit und ich nicht. Das bringt dir nichts. Das hilft dir nicht und das macht dich auch nicht besser. Das macht dich nur schlechter, weil du denkst, ich bin nicht wert, ich krieg's nicht hin und dies und das. Kopf hoch und geht niemals auf. Ich habe den Fehler gemacht, ich habe immer gedacht, ey, die anderen werden alle breit und ich werde ein dünner Lauch. Ich habe mich sogar angemeldet am Anfang, ich habe gedacht, weil jeder meinte zu mir, ich gehe jetzt trainieren. Und ich war so ein Typ, ich habe dann schon Sport gemacht, ich habe nicht richtig trainiert. Ich dachte mir so, jeder wird breiter als ich und dann hauen die mich alle kaputt und dann sehe ich so aus und alle sind so. Und dann habe ich durchgezogen. Aus dem falschen Grund habe ich schon angefangen. Aber natürlich wurde daraus dann der richtige Grund. Natürlich wurde daraus dann der Grund, den ich heute habe. Und deswegen mache ich auch dieses Video. Aber es macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn zu trainieren, weil du dich mit jemandem vergleichst, weil du besser werden willst als der oder der. Es macht gar keinen Sinn. Und das war mein Fehler. Und natürlich habe ich dann gesehen, was passiert. Ich habe trainiert. Ich gucke nach links und rechts, ein Jahr schon, ich habe trainiert, die anderen haben nichts gemacht. Die haben alle gesagt, ich gehe trainieren, die waren eine Woche, einen Monat, haben dann aufgehört. Leute, meldet euch nicht an und geht nicht. Also meldet euch, macht das nicht, ihr meldet euch an und geht nicht, das ist falsch. Das war mein größter Fehler, ich habe mich verglichen. Das ist ein Problem, das ist vieles ein Problem, in vielen Dingen ist es ein Problem von mir und auch ein Problem generell, weil ich vergleiche mich gerne, beziehungsweise ich sehe gerne, was macht der andere und wie weit komme ich im Gegenzug. Natürlich ist es jetzt mittlerweile viel besser geworden, aber das war größtenteils früher mein großes Problem, weil ich habe andere gesehen und gedacht, krass, und was schaffe ich eigentlich selber? Aber, guck mal, selbst wenn der andere dir laut deines Wissens oder laut deiner Erkenntnis 2-3 Jahre voraus ist, Bro, und jetzt, du kannst dir den Erfolg von jemand anders nicht in einer Zeit vorstellen. Mein Fehler war immer, ich habe gedacht, wenn jemand anders Erfolg hat, habe ich immer gedacht, okay, das ist jetzt die Zeit, die ich brauche, um dahin zu kommen, wo er ist. Dann habe ich Schritte gemacht, habe ich die 1-2 Dinge richtig gemacht, habe daran gearbeitet, nach vielen Rückschlägen und habe dann alles erreicht. Habe dann nicht alles, aber habe dann in der Zeit das erreicht, wo ich dachte, das dauert noch viel länger. Weil du musst das Richtige machen. Jeder hat seine eigene Mission. Das, was dein Nachbar erreicht hat, wofür er 2 Jahre braucht, kannst du in einem Jahr machen. Du weißt ja nicht, was er für Fehler auf dem Weg gemacht hat. Deswegen sage ich, du kannst nicht das Level von jemand anders zu deinem Level machen. Du weißt nicht, was er für Fehler gemacht hat. Der sieht vielleicht krass aus in deinen Augen und du denkst, ich sehe nicht so aus. Aber du weißt nicht, ob er vielleicht die ganzen ersten Jahre seines Trainings verkackt hat und nicht durchgezogen hat. Und dann am Ende da mal richtig durchgezogen hat. Stell dir vor, du hörst auf zu trainieren, weil jemand anders irgendwie besser ist als du und du denkst, ich schaffe das nicht. Letztes Wort, okay? Du wirst immer, wenn du dich mit jemandem vergleichst, wirst du immer den Kürzeren ziehen. Immer. Warum? Du wirst dich nie mit jemandem vergleichen, der tiefer ist als du. Du wirst es nicht tun. Du wirst es 2-3 Mal machen und danach willst du die dicken Fische. Zu den dicken Fischen. Nach oben schaust du dann. Und dann vergleichst du dich mit denen und denen und denen und denen und denen und plötzlich bist du ganz oben, wo du denkst, oha. Aber es macht keinen Sinn. Und wenn du dich schon vergleichst, nimm es als Motivation. Das Problem ist aber, die meisten vergleichen sich und werden traurig und hören auf. Und das will ich nicht, Mann. Vergiss nicht zu liken, zu abonnieren, um mehr solcher Videos zu haben und keins zu verpassen. Haut rein.